Ich hoffe, Sie sind alle gut hierher gekommen und ich hoffe auch, dass unsere Gäste zu Hause an den Bildschirmen, dass da alles funktioniert und dass sie sich alle wohlfühlen und wir gemeinsam einen schönen, inspirierenden Abend haben werden. Der 175. Medienmittwoch, wir haben im Jahr 2000 mit der Veranstaltungsreihe angefangen und in unterschiedlichen Intervallen Veranstaltungen gemacht, sehr viele, jetzt 175, und sind auch, wie Sie merken, irgendwann von dem Mittwoch weggegangen, deshalb ist heute durchaus legitim, das auch heute zu machen. Und genau, ist eine runde Zahl und wir haben ein Thema uns ausgesucht für dieses Jubiläumsevent, Erforschung des Universums. Und warum haben wir dieses Thema gewählt? Na, einfach, weil es ein sehr spannendes, auch teilweise irritierendes Thema ist, denn dieses Sujet, das Universum, das Weltall, ist so anders als das, was wir hier auf unserem kleinen, ganz sensiblen Planeten erleben, mit der ganz dünnen Atmosphäre, in diesem gemütlichen Sonnensystem, in dem wir uns befinden, im Kontrast zu dem, was im Weltall so stattfindet und was die Astrophysiker erforschen. Und ein zweiter Grund, warum wir dieses Thema gewählt haben, ist das Team, das Medienmittwoch, Katrin, Christian, Matthias sind ja auch hier. Wir sind alle auch kleine Kinder, die abends und nachts ans Firmament schauen und träumen und staunen und die ganz großen Fragen stellen. Und die ganz großen Fragen können wir heute stellen, auch ein paar kleine Fragen an Frau Dr. Sibylle Anderl, die Astrophysikerin ist, Philosophin und Wissenschaftsjournalistin, also perfekt geeignet mit uns Newbies, so würde ich mich selbst auch bezeichnen. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert im Vorfeld zu dem Thema. Es ist wirklich beeindruckend, sehr breites Feld und habe ein paar Fragen vorbereitet. Und ich freue mich sehr, Sibylle, dass wir dich heute hierher locken konnten. Ist ja ein bisschen auch ein Home Run für dich. Du warst hier im Physikalischen Verein schon einige Male. Und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja sehr beschäftigt auch. Sie arbeitet für die FAZ und ist im ARD Alpha, hat sie ein Format, was sie regelmäßig moderiert. Also ist wirklich viel unterwegs. Man findet sie auch im Internet. Sie hat Bücher geschrieben, also es lohnt sich damit, sich mal mit ihr zu beschäftigen. Und wir hören sie ja auch heute. Genau, und wir sind hier im Physikalischen Verein. Das ist also mir war es bewusst, noch nicht bewusst, als wir uns hier für die Örtlichkeit entschieden haben, ist ja auch der passende Rahmen für das Thema, ist ein ganz alter Verein, jetzt in den nächsten Monat, glaube ich, 200 Jahre alt. Also Herr Professor Dr. Bruno Deiß ist hier, der wissenschaftliche Direktor im Vorstand des Vereins, wird uns gleich noch etwas erzählen dafür, ist unser Gastgeber. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und genau, jetzt schauen wir nochmal das Programm. Tobias Kirchhofer bin einer der Kuratoren des Medienmittwoch. Wir möchten den Förderern der Veranstaltungsreihe danken. Das ist die Medienanstalt Hessen, die uns schon lange unterstützt. Das ist Livestream Watch, hier das Team von Livestream Watch, die hier ganz beeindruckende Technologie aufgefahren haben und es ermöglichen, dass viel mehr Leute als hier präsent sind. Ich glaube, es sind 90, 95 noch, die online jetzt zuschauen. Also vielen Dank dafür. Und die Wirtschaftsförderung Frankfurt unterstützt uns immer wieder punktuell und natürlich der Physikalische Verein, der uns hier heute die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie hier auch im Saal wie auch zu Hause übers Lido mit dem Hashtag Moon Ihre Fragen stellen und Katrin wird die dann im Laufe des Abends moderieren und mir dann zur Verfügung stellen und ich kann dann ausgewählte Fragen auch stellen dann an Sibylle. Und genau, lieber Herr Deiß, ich freue mich auf Ihre Grußworte.
Test, Test. 1, 2. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Präsidiums des Physikalischen Vereins hier in unseren Räumlichkeiten begrüßen. Als wir kürzlich angefragt wurden, ob es möglich sei, diesen Medienmittwoch, von dem ich auch noch nichts gehört habe, das wird die Retourkutsche, hier in unseren Räumlichkeiten zu veranstalten, haben wir sofort zugesagt. Denn was gibt es Schöneres, als interessierte und neugierige Menschen zusammenzubringen? Ein wunderbarer Anblick. Also ich muss einfach sagen, das ist jetzt zum ersten Mal, das Ende der Pandemie wurde ja ausgerufen, dass wir jetzt hier wieder so schön diesen Hörsaal füllen konnten. Also eine wunderbare Sache. Passt zu unserer Mission, denn unsere Mission vom Physikalischen Verein ist es, Menschen zusammenzubringen, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Wir sehen uns als Mittler zwischen Forschung und Öffentlichkeit. Forschung von Universitäten, aus der Industrie, von Max-Planck-Instituten und so weiter. Und wir versuchen, das möglichst so runterzubrechen, dass es für das allgemeine Publikum verständlich ist. Das ist unser Anspruch. Das gelingt mal gut, mal weniger. Okay. Wir machen eine ganze Reihe von Veranstaltungsformaten. Das ist natürlich der klassische Vortrag. Das sind Seminare, das sind Workshops, das ist ein Science Slam. Wir gehen auch mal raus in den Palmengarten, stellen dort unser Sonnenteleskop auf und lassen die Leute die Protuberanzen bewundern und kommen ins Gespräch über Sonnenflecken. Und ruckzuck ist man auch beim Klimawandel angekommen. Also einfach Menschen ins Gespräch bringen, niederschwellig, um sich über die Welt zu verständigen. Und die Welt endet ja nicht hier sozusagen, also wir leben ja nicht auf einer Scheibe, sondern die Welt geht ja weiter, wir haben es ja gerade gehört, bis letztendlich uns ins Unendliche, insbesondere was unsere Vorstellungskraft anbelangt, ins Unendliche. Die Themenbandbreite, die wir hier so bespielen, das wird Sie nicht überraschen, die konzentriert sich um die physikalisch orientierten Naturwissenschaften. Wobei man ja diese Trennung der Disziplinen ja gar nicht mehr so wirklich anwenden kann, weil die Themen heute ja so komplex sind, dass ja eine Trennung zwischen Physik, Chemie, Biologie oder auch den Gesellschaftswissenschaften so streng ja gar nicht mehr möglich ist. Was sind das für Themen? Es ist natürlich die Kosmologie bis zur Quantenphysik, klar. Es ist aber auch die Erdbebenforschung bis zum Klimawandel. Oder es ist die mathematische Modellierung des Vogelzugs. Oder Medizintechnik. Oder alternative oder regenerative Energien. Also alles Themen, die auch gesellschaftlich hochbrisant sind, zumindest hochaktuell. Wir haben es gerade gehört, 200 Jahre werden wir nicht in den nächsten Monaten, sondern im Jahr 2024, und wer jetzt rechnen kann, minus 200, also 1824 wurde der Physikalische Verein von Frankfurter Bürgern gegründet. Was waren das? Das waren teilweise Industrielle, aber auch sehr viele Mediziner, und deren Anspruch war es eben nicht nur Wissenschaft zu verbreiten, das war eines der Themen, sondern auch selbst zu forschen und sie anzuwenden. Jetzt wissen Sie, im 19. Jahrhundert eine extrem rasante industrielle Entwicklung, und der Physikalische Verein hat sich entsprechend parallel rasant entwickelt, und dieses Gebäude, in dem wir jetzt hier heute sitzen, wurde 1908 errichtet, also vor auch schon etwas über 100 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, einfach weil die Anforderungen an den Physikalischen Verein derart enorm zugenommen hatten, dass ein neues Institutsgebäude her musste. Und hier gab es dann von der theoretischen Physik bis zur angewandten Physik, Meteorologie, Geowissenschaft, Geophysik, physikalische Chemie, eine ganze Reihe von Instituten des Physikalischen Vereins. Warum betone ich das? Weil es eine Frankfurter Universität noch gar nicht gab. Denn diese wurde erst 1914 gegründet. Und zwar auch wieder von Frankfurter Bürgern, beziehungsweise von bestehenden Gesellschaften. Und der Physikalische Verein hat, wie die anderen Gesellschaften auch, seine Institute in die Universität eingebracht. Das heißt, 8 Stück an der Zahl, das heißt der Fachbereich Physik, Teile der Chemie und Teile der Geowissenschaften am der Frankfurter Universität sind, wenn man so will, Ausgründungen des Physikalischen Vereins. Fortan hat sich dann der Physikalische Verein auf seine zweite Mission konzentriert, nämlich die Vermittlung von Wissenschaft. Also Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit bis zum heutigen Tage. Und der heutige Tag ist heute, nämlich jetzt. Deswegen freuen wir uns, dass wir so eine tolle Veranstaltung hier in diesen Räumen haben, den Medienmittwoch. Ich bin schon
wahnsinnig gespannt, was wir gleich hören und erleben werden. Und darf einfach nur wiederholen, herzlich willkommen beim Physikalischen Verein. Danke. Ja, Sibylle, wollen wir ein bisschen über das Universum sprechen? Unbedingt. Ich habe mich ja etwas vorbereitet, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja ein super breites Thema. Und was aber ganz schnell auffällt, ist ja diese schiere, unfassbare, maßlose Größe des Universums. Also für unsere irdischen Maßstäbe eigentlich, das ist was anderes, das ist eine komplett andere Sphäre. Und dem Gedanken oder dem Bild folgend habe ich eine Beschreibung ja für Kinder gefunden von der ESA, der European Space Agency, zu dem Thema. Ich zitiere mal. Das Universum umfasst Milliarden von Galaxien. Jede einzelne Galaxie enthält im Mittel Milliarden Sterne. Der Raum zwischen den Sternen und Galaxien ist größtenteils leer. Doch selbst an weit von Sternen und Planeten entfernten Orten befinden sich vereinzelte Staubteilchen oder einige wenige Wasserstoffatome pro Kubikzentimeter. Der Weltraum ist auch erfüllt von Strahlung, zum Beispiel Licht oder Wärme, Magnetfeldern und sehr energiereichen Teilchen, zum Beispiel kosmische Strahlen. Das Universum ist unvorstellbar groß, aber nicht unendlich groß. Ein modernes Kampfflugzeug, das haben die tatsächlich als Bild verwendet bei dieser Beschreibung für Kinder, bräuchte mehr als 1 Million Jahre, um den der Sonne, unserer Sonne, nächsten Stern zu erreichen. Und selbst wenn dieses Kampfflugzeug mit Lichtgeschwindigkeit flöge, 300.000 Kilometer die Sekunde, würde das Kampfflugzeug 100.000 Jahre brauchen, nur um unsere eigene Galaxie, eine von vielen Milliarden Galaxien, zu durchqueren. Niemand kennt die genaue Größe des Universums, da wir den Rand ja nicht sehen können, wenn es denn überhaupt einen Rand gibt. Wir wissen lediglich, dass das sichtbare Universum mindestens 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser groß ist. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurückliegt. Das sind 9 Trillionen Kilometer. Wohlgemerkt, das ist die Länge, die das Licht in nur einem Jahr zurücklegt. Das müssen Sie sich nicht alles merken. Ich finde es unfassbar, also im Sinne der irdischen Maßstäbe, ist unfassbar groß. Und dennoch ist der Mensch oder die Menschheit in der Lage, Individuen hervorzubringen, die in der Lage sind, dieses Unfassbare zu analysieren, mit einer Verstandesleistung und eben Wissenschaft die Sache einfach mal anfangen, ordentlich aufzuarbeiten. Und da bist du ja jemand, der das macht. Ja? Wie ist es denn für dich? Du bist ja Wissenschaftlerin, die den Weltraum erforscht oder hast in deiner Karriere lange Jahre damit angefangen. Wie erlebst du diese schiere Größe und das Unfassbare? Ist es für dich Routine oder staunst du noch? Ja, das ist eine interessante Frage, denn in der Tat ist es so, dass man, wenn man es beruflich macht, also wenn man jeden Tag vor dem Computer sitzt und Daten auswertet und versucht zu verstehen, was sich da draußen tut, dass da ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt. Man hat ja mit der Mathematik ein sehr mächtiges Werkzeug, um auch mit großen Dimensionen umgehen zu können, was irgendwie sprachlich unhandlich ist, wenn man über Trillionen von Kilometern spricht oder so. Das sind halt in der Mathematik 10 hoch irgendwas. Und damit kann man relativ einfach rechnen. Also 10 hoch 16 zum Beispiel, eine 1 mit 16 Nullen. Dadurch kann man mit diesen enormen Dimensionen so umgehen, dass es sozusagen handhabbar wirkt. Aber wenn man dann wirklich wieder zurückgeht und versucht, das in Beziehung zu setzen zu dem, was wir hier auf der Erde kennen, und du hattest das ja zitiert, die Geschwindigkeit eines Kampfflugzeuges zum Beispiel, sind ja so ein paar, ich glaube so 2000 Kilometer pro Stunde, dass das fliegt.
dann merkt man erstmal, womit man da überhaupt operiert. Und dann setzt wiederum das Staunen ein. Mhm. Und das ist das, weshalb, glaube ich, auch so viele Wissenschaftler und viele Astrophysiker so gerne kommunizieren und auch in die Öffentlichkeit gehen, weil man dadurch auch wieder selber daran erinnert wird, mit was für einem unvorstellbaren und für uns anschaulich wirklich unfassbaren Objekt man in der Astrophysik zu tun hat. Mhm. Ja, das stimmt. Es ist ja merkbar, dass die Astrophysik oder generell der Weltraum, die Erforschung des Weltraums ja medial sehr präsent geworden ist. Ne? Also es jagen ja die Neuigkeiten. Alle paar Monate kommt ein großes Thema raus. 2016 die Gravitationswellen, die dann wie ein Durchbruch wirkten. Ich habe nicht genau verstanden, was dadurch eigentlich jetzt in der wissenschaftlich gesehen besser erforschbar ist. Mhm. Kannst du uns das erklären? Ja, das kann man eigentlich relativ einfach erklären. Ich meine, das grundsätzliche Problem der Astrophysiker ist, wir sitzen hier auf der Erde fest, wollen rausfinden, was da im Kosmos vor sich geht, ohne dass wir hinfliegen können. Also unser Bewegungsradius ist ja durch die Größe des Universums und durch die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit und die viele Energie, die man braucht, um sich schnell zu bewegen, ziemlich stark eingeschränkt. Also wir können hier im Sonnensystem auf fremde Planeten fliegen, da gucken, was wir dort für Eigenschaften und für Umstände beobachten. Aber wir können nicht zu fernen Sternen fliegen, wir können keine Experimente mit schwarzen Löchern machen. Wir haben da wirklich einfach methodische Grenzen. So, insofern müssen wir hier auf der Erde darauf vertrauen, dass die richtigen Informationen aus dem Kosmos bei uns ankommen. Das hat man traditionell anhand von Licht gemacht. Also optische Teleskope, man guckt an den Himmel und versucht zu verstehen, was sich dort tut. Mhm. Die elektromagnetische Strahlung ist aber ja nicht nur das optische Licht, sondern das ist das gesamte Spektrum vom langwelligen Radio, von den Radiowellen bis zu den sehr hochenergetischen Röntgenstrahlungen. Und das hat man sich nach und nach erschlossen. Das ist so eine Sache, die in den letzten 100 Jahren passiert ist. Mhm. Und damit kann man schon wirklich viel erforschen, die ganz hochenergetischen und brutalen Geschehnisse im Universum, wie schwarze Löcher, die irgendwas verschlucken oder so. Das ist dann halt die hochenergetische Strahlung. Mhm. Gaswolken, die kalt sind, das ist dann die langwellige, eher energiearme Strahlung. So, damit kann man schon viel machen. Mhm. Dann, hattest du auch schon erwähnt, kosmische Strahlung, kosmische Teilchen sozusagen, Elementarteilchen, die hier ankommen. Mhm. Daraus kann man auch ein bisschen was lernen. Neutrinos kommen hier auf der Erde an, ab und zu kommen Meteoriten an. So, und dann hat man im Prinzip schon die Informationsträger, mit denen man arbeiten kann. Daraus muss man ableiten, was sich dort im Universum tut. Und der einzige Informationsträger, den es darüber hinaus, also jenseits von elektromagnetischer Strahlung, kosmischer Strahlung, Neutrinos und Meteoriten noch gab, den man noch nicht nutzen konnte, das waren eben Gravitationswellen. Mhm. Frage, was sind Gravitationswellen? Einstein hat 1915 mit der allgemeinen Relativitätstheorie behauptet, dass Raum und Zeit zusammenhängen, was Dynamisches darstellen, eine vierdimensionale Raumzeit. Und das Dynamische, das bedeutet, dass Raum und Zeit also nicht mehr so zu denken sind, wie man sich das vorher vorgestellt hat, als sozusagen Gefäße, in denen sich alles abspielt, sondern dass Raum und Zeit auf das reagieren, was sich in ihnen tut. Also man kann Raum und Zeit krümmen, wenn man zum Beispiel ein schwarzes Loch hat. Und wenn sich so ein schwarzes Loch beschleunigt bewegt, dann krümmt es nicht nur den Raum, sondern es kann den Raum zum Schwingen bringen, wie eine Welle auf einem Teich. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Diese Schwingungen bedeuten, dass sich Abstände vergrößern und verkleinern, wie bei einer Welle. Da kommt man jetzt an die menschlichen Grenzen der Anschauungskraft, aber gemäß der Einsteinschen Relativitätstheorie muss es sowas geben und man hat viele, viele Jahrzehnte versucht, das wirklich zu messen. Also wirklich zu messen, dass sich der Raum periodisch ausdehnt und wieder zusammenzieht. Und das hat man eben 2015 das erste Mal geschafft. 2016 wurde es dann bekannt gegeben. 2017 gab es schon den Nobelpreis. Und weshalb das so toll ist, um jetzt endlich die Frage zu beantworten, man kann diese Gravitationswellen genau wie Licht jetzt benutzen, um ins Universum zu schauen, wenn man so will, und dadurch Prozesse und Phänomene zu erforschen, die man vorher überhaupt gar nicht detektieren und nachweisen konnte. Und insofern hat sich ein neues Fenster ins Universum geöffnet und man hat nochmal einen ganz neuen Erkenntnisraum sozusagen erschlossen. Ja, und was kann da, also was, wenn man, also mit Licht kann man, es gibt ja auch sowas wie Astrochemie, die sozusagen wo indirekt über Licht, Lichtqualität gemessen werden kann und festgestellt werden kann, welche chemische Situation im fernen Ort vorherrscht. Aber sowas ist es ja nicht. Was, die Gravitationswellen entstehen durch die Raumzeitkrümmung.
Und sie sind permanent da? Oder? Ja, man braucht irgendeinen Prozess, der diese Wellen sozusagen auslöst. Und das können zwei schwarze Löcher sein, die sich umeinander drehen und schließlich kollidieren. Das war das, was die erste direkt nachgewiesene Gravitationswelle ausgelöst hat. Neutronensterne sind massiv und dicht genug, um Gravitationswellen auszulösen. Das sind Endstadien von Sternen, die haben so eine Größe von 10 Kilometern und eine unvorstellbare Dichte. Das Material, wenn man einen Teelöffel füllen würde, das wäre eine Milliarde Tonnen schwer. Also in solchen extremen Situationen entstehen dann Gravitationswellen. Genau. Und die können wir dann detektieren. Das sind die, die wir jetzt hier detektieren können. Also man braucht wirklich irgendwas. Und über die Art dieser Daten, die dann entstehen, können wir Rückschlüsse über diese Phänomene dann ziehen. Ganz konkretes Beispiel, was man rausgefunden hat mit Gravitationswellen. Wenn Sie einen Ehering aus Gold tragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Gold bei einer Kollision von Neutronensternen entstanden ist. Und dass das so ist, das hat man tatsächlich anhand von Gravitationswellen vor ein paar Jahren rausgefunden. Diese schweren Elemente, die sind nicht so einfach zu erzeugen im Universum. Wenn man andere Elemente im Inneren von Sternen erbrütet, dann kommt man nur bis zum Eisen. Danach ist es energetisch nicht mehr günstig. Das heißt, wenn man höher kommen will, also wenn man zum Gold kommen will, dann braucht man irgendwas Extremes. Extreme Prozesse könnten Supernova-Explosionen sein. Und anhand von Gravitationswellen hat man eben rausgefunden, kollidierende Neutronensterne. Macht so ein bisschen handfester vielleicht. Ich meine, das ist ja auch nochmal wieder eine ziemlich verrückte Vorstellung, dass wir selber ja auch schon mehrfach durch Sterne durchgegangen sind, das Material, aus dem wir bestehen. Aber unsere Eheringe eben auch aus Neutronensternen. Sternenstaub, ja. Ich habe auch gelesen, es kann oder soll Planeten geben aus Gold oder aus Diamanten. Aus Diamanten, genau. Crazy, das, ich meine, es gibt halt jede Menge Kohlenstoff im Universum. Das ist das vierthäufigste Element. Um Diamant zu erzeugen, braucht man hohen Druck. Gibt es auch häufig im Universum. Und wenn man jetzt kohlenstoffreiche Planeten hat, dann ist es naheliegend, dass man sich vorstellen kann, die bestehen aus Diamanten. Der James Webb war ein Leiter von der NASA mal irgendwann, ich weiß gar nicht, jetzt in den 60ern, 70ern oder 80ern, wie auch immer, der hat wohl Großes geleistet. Und jetzt wurde dieses neue High-End-Teleskop, wie nennt man das, Raumteleskop? Oder, Weltraumteleskop. Weltraumteleskop, genau. Gerade heute gelesen, die NASA bekommt ja Druck, dass sie den Namen ändert, ne? Weil der wohl in irgendeiner kulturellen Situation war, wo er Homosexuelle aus der NASA entfernen wollte, also den gekündigt hat. Ja. Und jetzt wurde dieser Name vergeben und die meandern da jetzt rum. Ja, da sieht man das auch, der Kosmos von irdischen Problemen nicht ganz genau frei ist. Aber dieses Teleskop, New Technology, hat es am Anfang gehießen, irgendwie so ähnlich, das haben wir ja auch medial mitbekommen jetzt, das erste Bild, ja, das war ja so, ist ja Popkultur schon eigentlich, ne? Wenn dann diese Technologie dann zum ersten Mal auch beweist, dass es sie gibt und dass sie etwas tut, weil für uns Normalsterbliche ist das ja die Daten, die Rohdaten zumal, die da generiert werden, kann man ja erstmal nichts mit anfangen. Und es ist der Nachfolger von dem Hubble-Teleskop, ne? Und das ja immer noch Daten produziert, mit denen man immer noch was anfängt. Und wo ist jetzt hier der Unterschied? Also was ist die große Erwartung der Astrophysiker, was jetzt in den nächsten Jahren kommt? Naja, das James Webb Space Teleskop, das ist in der Tat ein Teleskop, auf das man ja schon unglaublich lange wartet. Das hat sich immer weiter verzögert, es ist unglaublich teuer geworden. Aber das Tolle am James... 10 Milliarden, ne, hat es gekostet. Genau. Ja. Also es war eine wahnsinnige Erleichterung, als es dann wirklich im All war und auseinandergefaltet wurde. Es ist ja riesig groß, muss ja in eine Rakete passen. Insofern eine ganz, ganz herausfordernde Technologie. Unglaublich, dass das alles funktioniert hat. Es ist noch empfindlicher als das Hubble Space Teleskop. Das heißt, es kann noch tiefer in den Kosmos gucken und das heißt noch weiter in die Vergangenheit. Und das war, als Hubble gestartet wurde, schon von Anfang an klar, dass Hubble nicht in der Lage sein würde, die ersten Sterne zu sehen. Bei allen tollen Bildern und Daten, die Hubble geliefert hat, war klar, wenn man wirklich so weit zurück möchte, dann braucht man ein anderes Teleskop. Das ist jetzt James Webb. Es hat eine sehr hohe Empfindlichkeit, einen sehr großen Spiegel
Und es beobachtet andere Wellenlänge, Längen, mhm. bisschen längere Wellenlängen. Und also das elektromagnetisches ist, Spektrum schon. Genau. Ne? Genau. Und das ist deshalb wichtig, weil das Licht von Fernquellen rot verschoben wird. Das heißt, es verliert Energie im Kosmos. Ach, das ist der Indikator für Zeit dann? Letztendlich ist es ein also Indikator die, für Zeit, ja. Lichtgeschwindigkeit, genau. 300.000 Kilometer. Und dann sehen wir also Licht, das lange unterwegs ist, bis es bei uns ankommt. Mhm. Wie können wir erkennen, dass es lange unterwegs ist? Ja, das ist dann tatsächlich die Rotverschiebung. Mhm. Und da tauchen wir jetzt schon ganz tief in die Kosmologie ein. in die Frage, in was für einem Universum wir eigentlich leben und wie mhm. wir das erforschen können. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Das war ja über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, eine sehr spekulative Frage, die in die Metaphysik reinging, in die Religion, die wir jetzt aber seit gut 100 Jahren zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wirklich auf der Grundlage von empirischen Daten mhm. beantworten können. Und auf dieser Grundlage von Beobachtung können wir heute sagen, wir leben in einem Universum, das mit dem Urknall entstanden ist vor 13,8 Milliarden Jahren und sich seitdem ausdehnt, und zwar beschleunigt. Ziemlich überraschend, eigentlich würde man denken, Urknall dehnt sich aus und irgendwann muss es dann auch wieder zusammenfallen, weil die Materie sich gegenseitig sozusagen anzieht. Aber es wird immer schneller in der Ausdehnung. So, und das muss man dann mit einem Modell erklären. Die Theorie, die dafür verantwortlich ist, das ist wiederum Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und auf der Grundlage dieser Theorie kann man verschiedene Weltmodelle berechnen. Also sich überlegen, wie könnten mögliche Universen aussehen. Das vergleicht man dann mit den Messdaten und kann dadurch dann ermitteln, wie unser Universum tatsächlich beschaffen ist. So, und wenn man dann wenn man Galaxien beobachtet, wie das zum Beispiel vor gut 100 Jahren gemacht wurde, dann sieht man, je weiter sie entfernt sind, desto schneller entfernen sie sich von uns. Das heißt, sie bewegen uns alle, sich alle von uns weg. Und das war letztendlich der Indikator, um zu sagen, das Universum dehnt sich aus. Hubble hat es erkannt, ne? Genau, das ist das berühmte Hubble-Gesetz. Und wenn man sich das vorstellt, dass man immer weitergeht in die Vergangenheit, dann kommt man zu immer größeren Geschwindigkeiten. Und das ist eben der Punkt, weshalb man dann durch das Licht ermitteln kann, wie lang das Licht unterwegs war, das heißt, wie weit man in den Kosmos zurückblickt. Das ist dann die Rotverschiebung, weil sich, das ist diese berühmte Veranschaulichung, die man von Polizeiwagen und Krankenwagen und so weiter kennt, also wenn sich etwas mit einer gewissen Geschwindigkeit von einem wegbewegt, dann wird Schall genau wie Licht in der Wellenlänge verändert. Das heißt, wenn sich etwas wegbewegt, dann wird es rot verschoben, wenn etwas auf einen zukommt, wird es blau verschoben. Bei den Tönen werden sie dann höher oder niedriger. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug für die Astrophysik, um Geschwindigkeiten im Kosmos zu ermitteln. Denn das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wir sehen ja erstmal alles auf der zweidimensionalen Himmelssphäre. Und daraus dann was Dreidimensionales zu machen, das klingt erstmal so einfach. Aber dafür muss man Entfernungen bestimmen. Und das ist eine der großen Herausforderungen für die Astrophysik. Also zu dem Standardmodell der Kosmologie, also die Urknalltheorie, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir hatten jetzt gesehen, die Gravitationswellen ist ein neuer Informationsträger für Rohdaten, die dann von der Astrophysik qualifiziert werden können, in neue Modelle überführt werden, um irgendwas Erkenntnis zu generieren damit. Wir haben auch gesehen, das neue Teleskop erzeugt, auf die gleiche Art und Weise mit den gleichen Informationsträgern, also elektromagnetisches Spektrum, bessere Daten, höher aufgelöste Daten. So, man kann weiter in die Vergangenheit blicken. Ist das für die Astrophysik der Weg, immer bessere Technologie und darüber dann immer bessere Erkenntnisse zu bekommen? Skaliert das? Oder? Ja, also wenn man sich die Geschichte der Astronomie anschaut, dann kann man das tatsächlich so sehen. Immer wenn neue Technologien entwickelt wurden, wenn neue Teleskope gebaut wurden, dann kam es danach zu einer Häufung von Entdeckungen. Mhm. Also insofern ist die Astrophysik schon sehr stark technologiegetrieben. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch immer die Theorie auf der anderen Seite. Mhm. Und je bessere Modelle man entwickeln kann, je besser man versteht, was man da sieht, desto gezielter kann man dann unter Umständen auch suchen. Mhm. Insofern sind das dann immer diese beiden Gebiete. Das ist ja sowieso auch eigentlich in fast allen Wissenschaften so. Also auf der einen Seite die Theorie, die Theoretiker, auf der anderen Seite die Beobachter, die aber in der Astrophysik natürlich immer sehr, sehr eng zusammenspielen. Mhm. Und dann
genau, hat man noch die Instrumentierer, die entsprechend die Technologien entwickeln müssen. Und dazu kommen dann auch noch Laborphysiker, die sozusagen die physikalischen Grundlagen bereitstellen müssen. Also das sind so die verschiedenen Disziplinen. Aber ich glaube, der Haupttreiber, das ist schon die Technologie. Verstehe. Und die Technologie, die wird ja auch speziell entwickelt. Das ist ja keine allgemeine Technologie, sondern eine spezifische Technologie, die auch von Astrophysikern selbst oder von der arbeitsteiligen Zusammenarbeit der Experten entwickelt wird. Das ist so, das ist aber ganz interessant. Da hatte ich mir jetzt angesichts der schwierigen politischen Weltlage mal wieder Gedanken dazu gemacht. Man muss schon sagen, dass die Astrophysik historisch immer sehr, sehr eng mit Militärentwicklung verbunden war. Also ganz, ganz viele Technologien, die sind gerade dann auch im Zweiten Weltkrieg erstmal für militärische Anwendungen entwickelt worden. Wissenschaftler haben dann in der Armee und beim Militär gearbeitet und haben dann Technologien nach dem Krieg mitgenommen und dann eingesetzt, um den Kosmos zu studieren. Das wird gerne von Astrophysikern so ein bisschen immer im Hintergrund gehalten, was natürlich jetzt nichts ist, worauf man besonders stolz ist, aber das ist an vielen Stellen, also gerade was die Radioastronomie angeht, auch die Infrarotastronomie, so, dass die Anfänge sehr, sehr stark erstmal aus militärischen Gründen entwickelt wurden und dann erst sozusagen in den Kosmos gerichtet wurden. Da kommen wir zu der Frage, wo ist eigentlich der Antrieb für die Forschung? Mhm. Also generell ist der Mensch ja neugierig, ja, und ist ja eine super Tugend auch, ne? Sich zu interessieren für die Welt und zu versuchen zu verstehen, wie die strukturiert ist. Das ist so ein natürlicher Antrieb. Aber das kostet ja alles einen Haufen Geld und es muss ja auch sozial irgendwie akzeptiert sein. Also dahinter muss es aus den gesellschaftlichen Strukturen heraus Support geben, Politik und Militär etc. Also was sind die Interessen eigentlich vom Militär dann? Also wir erleben es ja eigentlich, ne? Also die Satelliten und was Russland und also das ist ja schon, im Grunde exportieren wir ja unser menschliches Verhalten gerade so in die nächste Stufe. In die Sphären außerhalb unseres Planeten. Und die Hauptmotivation, also könnte man sagen, die beiden Hauptmotivationen sind Neugier und Macht? Oder was ist es? Also das würde ein Astrophysiker natürlich niemals sagen. Wäre auch, glaube ich, nicht zutreffend. Neugier, natürlich. Ich glaube, die meisten Wissenschaftler sind schon extrem neugiergetrieben. Und ich finde, das ist auch kein Grund, den man jetzt kleinreden sollte. Mit Aristoteles, Großreden, ja. Genau, mit Aristoteles ganz frei gesprochen, ist das ja nun auch gerade das, was uns Menschen ausmacht, charakteristisch. Das Verstehen wollen, das Interesse an der Welt um uns herum. Und insofern finde ich, ist es schon eine gute Motivation, ein guter Grund, Grundlagenforschung zu betreiben. Wenn einem das aber nicht ausreicht, wenn man eher pragmatisch orientiert ist und die Ausgaben rechtfertigen muss gegenüber Steuerzahlern, dann kann man natürlich auch praktische Gründe nennen. Dann kann man auch sagen, dass in der Grundlagenforschung und auch in der Astrophysik sehr, sehr häufig Entwicklungen passiert sind, die dann auch wiederum Anwendungen auf der Erde abgeworfen haben. Also zum Beispiel WLAN, Wi-Fi, wissen viele gar nicht, kommt aus der Radioastronomie. Haben Radioastronomen. Yeah. Naja gut, wir sind ja schon recht stark darauf angewiesen toll mittlerweile. Gemacht, ja. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, auch in der Medizin zum Beispiel. Mhm. Astrophysiker sind Meister darin, Bilder auszuwerten und Bildauswertungstechnologien zu entwickeln, die dann wiederum in der Medizin genutzt werden können. Also da hat man schon auch Argumente zu sagen, es bringt auch für uns hier auf der Erde was. Und dann würde ich sagen, du hattest es schon erwähnt, die Astrophysik, die Astronomie mit diesen wunderschönen Bildern, mit den unglaublichen Dimensionen, das ist was, woran einfach viele Menschen auch Freude haben, was auch etwas auslöst. Also sei es Demut, sei es die Frage, was unser Platz in all dem ist. Das geht dann nochmal über die Neugier und über den Entdeckungsdrang vielleicht ein bisschen hinaus. Also die Astrophysik, die führt uns dann sehr, sehr schnell auch auf existenzielle und philosophische Fragen. Ja, das ist ja das, was ich glaube, Bezos hat es gesagt, man müsste eigentlich mal alle Verantwortungsträger mit seiner Rakete 100 Kilometer hochschießen, dass die mal auf diesen empfindlichen Planeten draufschauen und mal ein bisschen demütig werden. Genau, ja. Das ist ein Argument aus dem Weltraumtourismus. Ja. Ob das jetzt tatsächlich so viel helfen würde, mal sehen. Naja, jeder Astronaut, der zurückkommt, auch die touristischen
Pseudo-Astronauten, die sind erstmal emotional sehr angefasst. Das stimmt. Und fühlen sich, also sprechen davon, dass sie erweckt wurden. Das hat ja sogar auch einen eigenen Namen, der Overview-Effekt. Der Overview-Effekt, tatsächlich, ja. Also dass man wirklich sieht, cool. Die Erde ist so ein kleiner, zerbrechlicher Planet mit so einer dünnen Atmosphäre. Absolut. Und das sagen ja auch fast alle Astronauten immer wieder, man sieht halt die Grenzen nicht. Man hat viel, viel stärker vor Augen, dass wir eine Spezies sind auf einem kleinen Planeten und dass wir insofern eigentlich alles tun sollten, um den Planeten zu erhalten und uns nicht gegenseitig das Leben so schwer zu machen. Ach ja, mal zurück zur Astrophysik. Also es gibt diese Informationsträger, die elektromagnetischen Frequenzen und jetzt auch Gravitationswellen. Da werden Rohdaten erzeugt, die werden bereinigt, qualifiziert und in astrophysikalische Modelle überführt. Und diese Modelle, die existieren in Computern. Das ist ja nicht jetzt irgendwie ein Holzmodell oder sowas. Das sind komplexe, auch historisch gewachsen, wie ich gelesen habe, Computermodelle, also Datenstrukturen und Logik. Und da werden die Daten werden dann sozusagen darüber erkennbar gemacht. Ne? Und da können Erkenntnisse dann draus gewonnen werden. Und so Modelle werden auch weitergereicht, fand ich lustig, von einer Generation zur nächsten, ja, diese Datenmodelle. Und die Computer von heute haben ja so ihre Grenzen. Ja, also es gibt Supercomputer, die werden ja auch, glaube ich, verwendet dafür, um also große Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen oder was auch immer. Und jetzt kommt ja die Ära der Quantencomputer. Nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, vielleicht in 20 Jahren, dass da wirklich Anwendungen oder spezifische Anwendungen verlässlich drauf laufen. Und die Frage, die ich habe, ist das diese Skalierbarkeit in der Berechnung, ist ja nicht mehr ein Bit, 0 oder 1, sondern es sind so Qubits, die dann da unglaublich skalieren können, im Prinzip unendlich viele Zustände abbilden können und dadurch eigentlich das noch gar nicht absehbar ist, was da alles berechnet werden kann. Ne? Darum ist ja die Kryptographie auch in Gefahr, weil die wirklich innerhalb von Minuten oder Sekunden geknackt werden kann, was heute 40.000 Jahre dauern würde. Ein bisschen viel Vorgespräch dazu, aber gibt es da irgendwas? Weißt du da was? Quantencomputer, was würden die auslösen in der Astrophysik, wenn es die heute schon gäbe? Ja, das ist eine spannende Frage, auf die ich auch ähnlich lang antworten könnte. Länger. Okay. Denn im Kern ist es eine Frage, wie Modelle funktionieren. Also die Überlegung, dass bessere Computer zu immer besseren Modellen führen, ist ja eigentlich die Idee, dass immer detailliertere Modelle, immer detailreichere Modelle die besseren Modelle sind. Aber das ist gar nicht unbedingt immer der Fall. In der Astrophysik geht es auch manchmal darum, dass man mit sehr einfachen Modellen einfach Dinge im Prinzip verstehen kann. Und das gilt nicht nur für die Astrophysik, sondern das gilt für alle komplexen Wissenschaften. Das hat man jetzt ja auch in der Pandemie gesehen. Es gibt halt immer verschiedene Modelle, die verschieden komplex sind, verschieden detailreich, die verschiedene Zwecke erfüllen. Zum Beispiel, ich habe in meiner Doktorarbeit mit einem Modell gearbeitet, was noch relativ einfach war. Da ging es um Stoßwellen, also was passiert, wenn Dinge explodieren, einfach gesagt, im Universum. Und da ging es einfach nur darum, Mechanismen zu verstehen. Es ging nicht darum, irgendwas vorherzusagen oder genaue Schockwellen in irgendeiner Region wirklich zu modellieren, sondern es ging wirklich um Prinzipien, um Verständnis zu generieren. Es gibt natürlich auch Modelle in der Astrophysik und das sind die, die am rechenintensivsten sind, wo es darum geht, das Universum sozusagen nachzurechnen. Also die Entwicklung des Universums seit dem Urknall bis heute zu reproduzieren, um dann zu gucken, ob das, was man sieht, mit dem zusammenpasst, was man beobachtet. Das ist ja sowieso so das Vorgehen, also man berechnet verschiedene Szenarien mit Modellen und vergleicht dann mit dem, was man beobachtet. So, und da würde man sagen, je mehr Rechenpower man hat, desto detaillierter kann man das Universum berechnen, desto weniger Annahmen muss man machen, desto weniger Vereinfachung muss man vornehmen. Aber man muss natürlich sagen, man wird nie darum herumkommen, Vereinfachung vorzunehmen, denn das Universum ist so vielfältig auf so vielen verschiedenen Skalen.
Also man hat Planeten, die sich um Sterne drehen, dann hat man die Galaxien, man hat das ganze interstellare Medium, da hat man Chemie drin. Hm. In der Chemie im interstellaren Medium ist es teilweise wichtig, wie einzelne Moleküle sich dort verhalten. Dann hat man aber die Galaxien, die sich auch wieder zu größeren Strukturen zusammenfinden. Also man hat ganz verschiedene Skalen, man hat eine unglaubliche Vielfalt und irgendwann muss man einfach einen Cut machen und sagen, ich kann jetzt nicht jedes Molekül im Universum modellieren. Und insofern werden auch einen Quantencomputer nicht davor bewahren, dass man sich nach wie vor überlegen muss, was ist relevant und was kann ich mit gutem Gewissen weglassen. Und das ist eigentlich das, was die Kunst des Modellierens ausmacht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was sind die wirklich relevanten Dinge, die ich in meinem Modell brauche. Und insofern ist es weniger eine Frage der Rechenleistung, sondern vielmehr, glaube ich, eine Frage des Verständnisses und letztendlich auch der physikalischen Intuition einschätzen zu können, wie man ein gutes Modell baut. Die Qualität des Modells ist dann entscheidend wieder. Ja. Mal kurz ein kleiner Exkurs zur Begriffsbestimmung, ganz einfache Frage jetzt. Ne? Also Astronomie, Kosmologie, Astrophysik gibt wahrscheinlich in vielen, gibt noch mehr Begriffe dafür. Ist das alles eins oder wie hängt das zusammen? Ja, das war mir vorhin schon aufgefallen, dass ich manchmal auch selber Astronomie, manchmal Astrophysik sage. Also normalerweise, ja, ich achte nicht so richtig gut darauf, muss ich sagen, aber es gibt eine Definition oder eine Herleitung oder es gibt zumindest eine Art und Weise, wie man Astronomie und Astrophysik auseinanderhalten kann, so wie ich das gelernt habe. Astronomie, sozusagen die alte Wissenschaft, den Himmel zu beobachten, das Licht zu beobachten und zu verstehen, was dort oben vor sich geht, also die Bewegung der Himmelskörper und so weiter. Dann ist irgendwann klar geworden, dass es nicht nur darum geht, dass sich dort oben Planeten und Sterne bewegen und wir die Bewegung verstehen, sondern dass wir auch die physikalischen Prinzipien, so wie sie hier auf der Erde gelten, dass wir die auch aufs Universum anwenden können. Also das war historisch dann der Startpunkt, als man das Spektrum der Sonne beobachtet hat und gesehen hat, da sind Spektrallinien, die wir hier auch genauso aus unserem Labor kennen. Also die Einsicht, die irdische Chemie und Physik gilt genauso im Kosmos. Und da kann man sagen, das war dann der Schritt von der Astronomie, also von der Art von Himmelsmechanik hin zur Astrophysik. Und die Kosmologie, das ist dann wiederum die Wissenschaft, die sich mit dem Universum im Ganzen beschäftigt. Natürlich sind da die Übergänge fließend. Kosmologie braucht Astrophysik und Astrophysik und Astronomie kann man auch ein Stück weit austauschbar benutzen. Aber so ganz grob würde ich sagen, das sind so die Schwerpunkte. Also die Urknalltheorie ist ja das Standardmodell der Kosmologie, also die Beschreibung, wie das Ganze entstanden ist. Ne? Genau. Ja. Jetzt gibt es ja da Phänomene im All, wie zum Beispiel schwarze Löcher oder Neutronensterne und ganz viele braune Zwerge und alles Mögliche. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, gibt es irgendwo ein Thema oder eine Fragestellung, wo wir möglicherweise kurz davor stehen, wenn das beantwortet ist, dann ist es so ein Quantensprung. Dann sind wir plötzlich, dann wissen wir, wo alles herkommt, oder wir wissen, wie wir Antriebstechnologie entwickeln müssen, um irgendwo hinzukommen. Also das ist so eine große Sache zu lösen. Gibt es da irgendwas, wo es richtig heiß ist für die Astrophysik? Na, ich glaube, in Hinsicht auf unser Verständnis des Kosmos würde ich schon sagen, das ist die Frage nach der dunklen Energie und der dunklen Materie. Das hatten wir vorhin schon kurz gestreift. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal dazu kommen wollen, aber es ist ja momentan diese etwas frustrierende Situation, dass wir ein wunderbar funktionierendes kosmologisches Modell haben, das wunderbar mit allen Beobachtungen zusammenpasst. Ich hatte das vorhin schon gesagt, basierend auf Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, das uns sagt, vor 13,8 Milliarden Jahren gab es einen Urknall, seitdem dehnt sich das Universum aus und so weiter. Passt alles sehr, sehr gut mit den Daten zusammen, hat aber einen Schönheitsfehler, wenn man sich mal aufmalt, aus was das Universum besteht, also den Gesamtenergie-Materie-Inhalt des Universums, dann kommt man zu dem Schluss, dass nur 5% dessen, was das Universum füllt, Materie ist, wie wir sie hier von der Erde kennen und wie wir sie verstehen. Also Materie, die wir mit unseren gängigen Theorien beschreiben können. Der Rest ist dunkle Materie, so 27%. Das ist Materie, die gravitativ wirkt, also anderes anzieht, die nicht mit Lichtwechsel wirkt,
wo wir nicht sagen können, was für eine Art von Teilchen das sind, warum wir sie hier auf der Erde bisher noch nicht beobachtet haben. Also großes Rätsel. Und der Rest, das sind immerhin 68%, das ist eben diese dunkle Energie. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Eine sehr unerwartete Tatsache, die man auch noch nicht so lange kennt. Das war in den frühen 2000ern hat man das beobachtet. Und der Mechanismus, das Phänomen, was dazu führt, zu dieser beschleunigten Ausdehnung, das nennt man dunkle Energie. Und dunkle Energie versteht man noch viel weniger als dunkle Materie. Zusammengenommen, wie gesagt, 95%. Und wenn man da irgendwie eine Beobachtung machen würde, wenn man in einem Beschleuniger ein neues Teilchen entdecken würde, dann würde man, glaube ich, schon sagen, das ist ja in der Schweiz der Large Hadron Collider, dieses große unterirdische Objekt, was als Detektor wirken soll, um neue Teilchen zu finden, die dann sozusagen die unsichtbare Energie oder unsichtbare Materie, müsste man die ja dunkle richtig, Materie wäre das dann, ja. Müsste man ja eigentlich sagen, weil dunkel ist... dunkel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, unsichtbar ist sie ja in dem Sinne nicht, weil sie schon eine Wirkung hat. Sie wirkt, ja. Aber sie wechselwirkt nicht mit Licht, insofern ist sie also dunkel. Also man spricht da von der Krise der Kosmologie, weil man einfach nichts findet. Man versucht schon so lange oder sucht man schon so lange und man findet nichts? Man sucht schon sehr lange. Also es ist eine historisch ganz interessante Geschichte. Denn man würde ja erstmal denken, wie kommt man dazu, sowas zu postulieren, an die Existenz von etwas zu glauben, was man nicht beobachten kann und was man hier auch noch nicht nachgewiesen hat. Die ersten Hinweise, die gab es in den 30er Jahren, wo man gesehen hat, in Galaxienhaufen, also in großen Gruppen von Galaxien, da muss es mehr Masse geben, als man beobachten kann, ansonsten wären die nicht stabil. Dann kam in den 70er Jahren die Beobachtung, auch in Galaxien muss es mehr Masse geben, als man sehen kann, denn auch da würden ansonsten die Sterne, die sich in Spiralgalaxien um das Zentrum bewegen, einfach auseinanderfliegen. Also da muss es irgendwas geben, was die Galaxien zusammenhält. Und dann auch auf den allergrößten Skalen, bei kosmologischen Beobachtungen, auch da hat man gesehen, man braucht mehr Materie als die, die man sieht. Und das Interessante ist, dass diese fehlende Materie sozusagen überall auch zusammenpasste. Also es wird auf allen, sozusagen die Menge der fehlenden Materie, je nachdem, wie man sie abgeleitet hat, stimmte immer überein. Also man hat konsistente Beobachtungen, es hat schon einen sehr hohen Überzeugungsgrad. So, dann die Frage, was steckt hinter dieser dunklen Materie? Und da hat man verschiedene Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Man kann entweder versuchen, direkt nach diesen Teilchen zu suchen, also große Detektoren auf der Erde aufstellen und versuchen, nach Wechselwirkung dieser Teilchen Ausschau zu halten. Also ganz vereinfacht gesagt, ein dunkles Materieteilchen fliegt in einen Detektor, wechselwirkt da mit dem Material und es kommt zu einem Lichtblitz, den man aufzeichnen kann und dann könnte man sagen, da hat man dunkle Materie. Es gibt jede Menge von diesen Detektoren, man hat noch nichts gesehen. Man kann indirekt nach dunkler Materie suchen. Also man kann überlegen, dass dunkle Materie zum Beispiel kollidiert, zerstrahlt, dass man insofern irgendwelche Signale sieht, die nicht der bekannten Materie entsprechen, die auf dunkle Materie hinweisen. Hat man auch bisher nichts gesehen. Naja, und dann halt die großen Beschleuniger, wo man mit unglaublichen Energien Teilchen des Standardmodells, also bekannte Teilchen, aufeinander fliegen lässt, sodass die sich gegenseitig sozusagen zerstören und neue Teilchen ergeben. Und da war man eigentlich sicher, als man den Large Hadron Collider in der Schweiz gebaut hat, man wird da irgendwas sehen. Zumal es auch sehr, sehr gute Theorien gab und gibt, was dunkle Materie sein kann. Aber es hat sich nichts gezeigt. Und über Jahrzehnte, also ich hatte ja gesagt, die ersten Beobachtungen in den 30ern, dann so die Verdichtung in den 70ern, Beginn der Suche, die jahrzehntelange Suche, ohne dass man irgendeinen Hinweis findet, die hat schon zu einiger Frustration gesorgt, weil einfach ein Kandidat nach dem nächsten ausgeschlossen werden konnte. Und gut, viele Astrophysiker würden sich wahrscheinlich dagegen sträuben zu sagen, wir haben eine wirkliche Krise, denn gleichzeitig kann ich nur noch mal wiederholen, das kosmologische Standardmodell ist extrem erfolgreich. Einstein, der dahinter steckt mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, ist extrem erfolgreich. Aber wir haben halt das Gefühl, wir haben irgendwas ganz Fundamentales einfach nicht verstanden. Und insofern ist es gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Wenn man jetzt nach wie vor optimistisch eingestellt ist, würde man sagen, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, dass wir entweder irgendwelche Hinweise finden oder dass die Frustration so groß wird, dass man sagen muss, vielleicht hat sich Einstein an der Stelle doch geirrt und wir brauchen eine Theorie, die über Einstein hinausgeht. Da gibt es ja die Quantengravitation. Planck hat die, glaube ich, entwickelt. Oder? Ja, also so richtig haben wir sie ja leider noch nicht. Ja, aber diesen... Ja,
die Idee, dass man etwas braucht. Ja, ich meine, das ist halt eine andere offene Baustelle sozusagen in der Physik. Wir haben die Theorie... Wenn man jetzt mal versucht, das gegenüberzustellen, ich weiß nicht, ob das legitim ist, also das Standardmodell der Kosmologie, die Urknalltheorie, Einstein hat dann ja auch akzeptiert, dass das Universum sich ausdehnt. Das wollte er ja zuerst nicht, hat dann die kosmische Konstante, glaube ich, entworfen, damit es irgendwie sein Modell noch... Und dann hat er gesagt, das war eine Schnapsidee, ne? So. Heute haben wir sie wieder. Das ist heute dann das, genau, also das ist letztendlich das, was oder wie man die dunkle Energie beschreiben kann, ohne dass man da jetzt besonders viel schlauer wäre, aber diese Konstante, die Einstein eingeführt hat, die hat man jetzt heute wieder sozusagen rehabilitiert und nutzt sie für die Beschreibung der dunklen Energie. Mhm. Also so wie ich es verstanden habe, das mit der, woher kommt alles, da gab es eine Anfangssingularität. Da gab es diesen Urknall, der ja noch kein Medium hatte, um als akustischer Knall, das ist ja nur eine Metapher quasi. Und dann gab es eine Inflation, ein paar hunderttausend Jahre lang, ganz schnelle Ausdehnung, und dann hat sich nach und nach Raum und Zeit gebildet und wir sind da heute, wo wir sind, und wissen das, was wir wissen. Und ich stelle diese Frage, auf die es keine Antwort gibt und wo auch die Astrophysiker sagen, ja komm, lass stecken. Das kann man nicht beantworten, das ist eine andere Ebene, da haben wir diese Erkenntnisstufe, da sind wir gar nicht. Ja? Das lässt mich aber doch relativ unbefriedigt zurück, weil das lässt für mich das gesamte Modell leidet darunter, finde ich. Weil die Frage, was am Anfang diese war. Frage, wo kommt alles her? Also diese Anfangssingularität aus dem Nichts kann man ja auch nicht sagen, weil nichts gab es ja auch nicht, also es war einfach nichts da. Und dann plötzlich da hat ja Planck sozusagen die Planck-Einheit, mathematisch kann er das umkreisen. Ich glaube, 10 hoch minus 44 ist dann diese mathematisch kleinst erreichbare Zahl oder Sache. Und das ist dann die Anfangssingularität. So, und jetzt habe ich gelesen, und da wollte ich dich fragen, ob du da was weißt, dass die Quantengravitation, also diese Idee, da ist was anders, also die ja im Grunde ein Kontrast ist zu der Urknalltheorie, ne? Die ja also nicht, das ist nicht vereinbar miteinander, was da formuliert ist, dass die im Grunde das lösen können soll. Also ich meine, das Problem, das man hat eine wahnsinnig gut funktionierende Theorie für den Makrokosmos, Einstein, allgemeine Relativitätstheorie. Man hat eine ziemlich gut funktionierende Theorie für den Mikrokosmos, die Quantentheorie, Quantenfeldtheorie. Diese beiden Theorien sind nicht miteinander vereinbar aus strukturellen Gründen. Also es ist einfach eine völlig andere mathematische Beschreibung. Wir haben eine andere Vorstellung der Raumzeitstruktur, kann man nicht so einfach zusammenbringen. Könnte man jetzt sagen, ist egal, das eine ist halt für das Kleine, das andere ist für das Große zuständig. Aber so wie du gesagt hast, kann uns eben nicht egal sein. Beim Urknall war beides zusammen. Da war das Große ganz klein, und insofern muss man da eine Theorie gehabt haben, die für beides gültig ist. Anderer Anwendungsfall, schwarze Löcher. Auch da hat man Quanteneffekte, man hat aber auch die relevante Raumzeitkrümmung. Also man braucht irgendwie eine Quantengravitation, die beides beschreiben kann. Wir haben bisher noch nicht so richtig eine Ahnung, wie die aussehen könnte, und insofern verstehen wir den Urknall noch nicht. Das ist aber auch vom Denkmodell her, scheint mir, dass diese Linearität, so eins nach dem anderen, so tickt ja auch der Mensch. Der hat da irgendwie Daten vor sich und dann fängt er an zu strukturieren und zu kategorisieren und irgendwie versuchen, eine Ordnung herzustellen. Und so scheint mir das, ich will das nicht diskreditieren, da bin ich gar nicht, aber mir scheint es so ein bisschen, das ist so linear und das ist linear, und deshalb ist sozusagen was... Das ist so statisch eigentlich, dieser Gedanke. Das Interessante ist, dass es ja bisher auch gut funktioniert hat. Also ich meine, es gibt vier verschiedene Grundkräfte im Universum. Es gibt die Gravitation, es gibt die elektromagnetische Kraft, und dann gibt es noch zwei Kernkräfte, die schwache und die starke, die dazu führen, dass die Atome zusammenhalten und für Zerfälle verantwortlich sind. So, und wenn man jetzt mal anfängt, theoretisch die zu beschreiben, dann hat man erstmal vier einzelne Beschreibungen, aber dann kann man sie nach und nach vereinheitlichen, wenn man zu immer höheren Energien geht. Und so ist man dazu gekommen, dass man die drei mikroskopischen Kräfte in einer gemeinsamen Theorie beschreiben kann. Das hat natürlich was wahnsinnig Befriedigendes aus einer theoretischen Perspektive,
Und dadurch, dass das schon so gut funktioniert hat, würde man denken, naja, die Gravitation ist dann sozusagen der nächste Schritt, dann haben wir alle vier. Aber die Gravitation ist einfach ganz anders als der ganze Rest. Und deshalb ist es schon erstaunlich, dass es nicht funktioniert. Newton hat ja gedacht, die Gravitation ist sofort. Genau. Und, aber eigentlich ist, bewegt sie sich so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit. Also genau. Ist auch eine Welle eigentlich. Ne? Gravitationswelle. Gravitationswelle, genau. Ja, ja. Ja, ich meine, mit dem Urknall, das ist einfach noch eine offene Frage. Und wie man die dann beantwortet, das ist ja wahrscheinlich die populärste Frage überhaupt. Was war vor dem Urknall? Wie können wir den Urknall verstehen? Das naja, ist aber dann das ist ja genau der Ansatz, den vielleicht ist, kann man das so gar nicht beschreiben. Vielleicht ist dieser, man kann naja. Sozusagen die Entwicklung des Universums beschreiben, ist ja gut, kann man abhaken jetzt. Da kommt vielleicht auch nichts mehr. Das ist ein Modell, ja. Und vielleicht müsste man jetzt anders herangehen. Und da gibt es ja so nicht bewiesene Ansätze, aber attraktive Gedanken, wie zum Beispiel, dass wir, also unser Universum in einem schwarzen Loch existieren und das auch ein Zugang zu einem anderen Universum ist. Also dass es im Grunde Multiversen gibt, unendlich viele, oder Unendlichkeit, habe ich auch gelesen, soll es ja gar nicht geben, rein naturwissenschaftlich. Kann es gar nicht geben, aber dass sozusagen die Universen ineinander verschachtelt sind über schwarze Löcher. Was natürlich den Anfang auch nicht erklärt. Also wie man es dreht und wendet. Naja, oder? Es gibt ja Quantengravitationsansätze. Es gibt Ansätze, die genau das versuchen, den Urknall zu verstehen. Also zum Beispiel Stringtheorie und Quantenschleifengravitation, solche Geschichten. Das Problem ist halt, und da wird es jetzt philosophisch, das sind Theorien, zu denen wir bisher noch keine wirklichen empirischen Daten haben. Wir können auch nicht sagen, ob die stimmen oder nicht, weil es keine Experimente gibt. Und da ist das, was ich jetzt gerade mit dem philosophisch gemeint habe, dann kann man entweder sagen, okay, das ist für mich dann keine Wissenschaft, denn für Wissenschaft brauche ich Empirie. Ich brauche irgendwelche Daten, um entscheiden zu können, ob eine Theorie stimmt oder nicht. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich sagen, okay, ich weiß dazu nichts. Oder ich bin eher zu der mathematischen Fraktion gehörig und sage mir, mir reicht es, wenn ich eine konsistente und schöne und funktionierende Theorie habe. Und wenn sie konsistent ist und mit dem zusammenpasst, was ich sonst so sehe und schöne Symmetrien hat und so weiter, dann reicht mir das, um sie für wahr zu erachten. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz an die Wissenschaft. Aber wenn man davon dann weggeht und ich sage, ich habe jetzt nicht mehr diese Einschränkung der empirischen Daten, dann kann man natürlich wunderbare Dinge machen. Dann kann man sich Paralleluniversen ausdenken. Man kann sich Universen überlegen, die gegeneinander schwingen und ab und zu zusammenstoßen. Platonische Ideen sind das dann. Genau, und also ich bin vor allem beobachtende Astrophysikerin gewesen. Ich habe einfach immer mit Daten gearbeitet. Ich bin auch nicht viel, ich bin nicht weit rausgekommen im Universum. Ich hatte eigentlich immer nur die Milchstraße als Forschungsobjekt. Aber insofern ist für mich das immer sehr wichtig, ich muss irgendwas beobachten können. Ich brauche Daten. Da bin ich speziell, da gibt es andere, die einfach sehr viel mehr Spaß daran haben, mathematisch zu spekulieren. Ich verstehe. Also wir sind jetzt auch mit unserem Pensum noch nicht durch. Ich würde gerne noch über Aliens und sowas sprechen, aber geschenkt. Aber in dem Zusammenhang vielleicht als persönlicher Abschluss, bevor wir dann auf Gastfragen eingehen. Also diese Urknalltheorie mit dieser Anfangssingularität, ne, die ja mystisch ist. Also kann man nicht beschreiben, gibt es keine Antwort für. Die Religion oder die Mystik thematisiert es aber auch und schon sehr früh in der menschlichen Kultur, also in der Genesis der jüdischen Tora, es werde Licht. Also da ist es ja, ist im Grunde die Urknalltheorie, so kann man es ja lesen, beschrieben. Muss man vielleicht über Intuition oder über Mystik sich dem Thema nähern, um Antworten zu bekommen? Also wenn du mich fragst, dann muss man das nicht. Ich bin ja Astrophysikerin, aber es stimmt. Und ich glaube, das macht auch zu einem großen Teil den Reiz dieses Themas aus, dass in der Astrophysik und in unserem Versuch, den Kosmos zu verstehen, einfach ganz, ganz viel zusammenkommt. Also die gesamte Kulturgeschichte spielt da ja eine Rolle. Die Mystik, die Religion, die Kunst, natürlich die Wissenschaft. Da ist einfach alles
mit dem Kosmos sozusagen verbunden. Und natürlich ist es auch eine naheliegende Verbindung, dass man dann schon alleine über die Fragestellung, warum es uns in diesem Kosmos gibt und warum der Kosmos so ist, dass er Menschen hervorbringen konnte, dann auch ja, einen Weg offenstehen hat, zu religiösen Fragen zu kommen oder meinetwegen auch zu mystischen Fragen. Mhm. Ich als Astrophysikerin gehe diesen Weg normalerweise nicht, aber ich sehe es ganz klar, dass es halt wirklich diese ganzen verschiedenen Abzweigungen gibt von dem Thema. Und erst das, glaube ich, macht das aus. Und es hat ja auch damit zu tun, dass die Astrophysik oder die Astronomie nach unserer vorherigen Definition die älteste Wissenschaft ist des Menschen. Wir Menschen haben uns schon immer gefragt, was dort draußen vor sich geht, wenn wir in den Himmel gucken. Ne? So, deshalb ist es klar, eigentlich alles, was menschliche Praktiken ausmacht, lässt sich irgendwie auch mit dem Sternenhimmel verbinden. Also ich fühle mich immer noch wie 15 oder 20 und erwarte eigentlich täglich die Meldung der Durchbruch, dass irgendwas entdeckt wurde, was so ein Mindblowing ist, ja, dass sich auch die Menschheit weiterentwickelt. Ja gut, ich meine, an Mindblowing-Entdeckungen mangelt es eigentlich gerade nicht. Wir leben ja schon in einer Zeit, wo, also gut, ich bin jetzt Wissenschaftsjournalistin, ich komme mit dem Schreiben kaum hinterher, weil es momentan ja einfach so viele tolle Missionen gibt und so viele neue Teleskope und so viele Durchbrüche, so viele schöne Geschichten, die man erzählen kann, dass wir Menschen uns davon dann trotzdem so relativ unbeeindruckt zeigen und immer noch diesen ganzen irdischen Quatsch hier auf der Erde veranstalten. Ja, das ist halt einfach frustrierend. Ist echt frustrierend, ne? Aber nicht nachlassen, ne? So immer die Fakten auch verteilen. Und das machst du ja. Du bist ja in der Öffentlichkeit auch und nutzt Medien, um darüber zu sprechen. Und ich finde das wichtig, ne? Gerade in dieser postfaktischen Zeit, in der wir wohl leben. Ich habe, wie gesagt, noch ganz viele Fragen, aber das können wir an anderer Gelegenheit sicherlich nochmal aufgreifen. Publikumsfragen gibt es. Die habe ich jetzt hier gefiltert von Katrin Ahrens. Vielen Dank dafür. Gibt es eine physische Präsenzfrage? Matthias Müller von der Industrie- und Handelskammer. Ja, ich habe eine Frage. Wenn Sie die Science-Fiction-Filme schauen, und ich selber bin großer Star Trek-Fan, und im Star Trek-Universum gibt es Alpha, Beta, Delta-Gamma-Quadranten und Wurmlöcher und Singularitäten. Wie ist das, wenn Sie das überhaupt, ich weiß ja nicht, aber wenn Sie das schauen, schauen Sie das einfach so wie ich? Also, boah, das ist alles spannend und in dem Wurmloch, da fliegt man rein und dann kommt man Milliarden Lichtjahre entfernt wieder raus und geben sich dem hin? Oder ist es manchmal auch so, dass Sie sagen, ja Mensch, also, das wäre ja was, der Warp-Antrieb oder das Wurmloch oder die Singularität. Das haben wir zwar noch nicht erforscht, aber vielleicht wäre das ja mit der dunklen Energie möglich. Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich habe beide Arten des Zuschauens. Ich habe natürlich wahnsinnigen Spaß dran, wenn ich Science-Fiction sehe und merke, dass sich da Leute wirklich Gedanken gemacht haben und dass es mit der Wissenschaft auch zusammenpasst. Und gleichzeitig ist es halt auch schon so, also zum Beispiel Interstellar, wo man gesehen hat, da waren Physiker am Werk, die das alles richtig berechnet haben, wo man dann auch wieder das Gefühl hat, dass man auch für die eigene wissenschaftliche Anschauung durch den Film vielleicht noch irgendwas dazulernt. Science Fiction, da ist ja das Schöne, dass es wirklich immer um eine wissenschaftliche Logik geht. Also man kann bestimmte Dinge dann variieren, kann sich überlegen, wie würde sich das wissenschaftlich auswirken. Und insofern glaube ich, jeder, der so ein bisschen wissenschaftliches Denken mag, hat dann auch Spaß an Science Fiction. Wobei ich bei mir dazu sagen muss, ich bin relativ spät erst dazu gekommen, genau wie ich auch zur Physik relativ spät gekommen bin. Das war jetzt für mich eigentlich erst so eine späte Entdeckung. Aber gerade momentan, momentan leben wir eigentlich in einer Zeit, wo die Weltraumbegeisterung eine ziemliche Renaissance erlebt und wo es einfach dann auch sehr, sehr viele neue Ideen, tolle neue Filme und so weiter gibt. Und dann gleichzeitig zu sehen, wie sich das mit den Entwicklungen in der realen Welt auch verhält, also mit Elon Musk und Jeff Bezos, die auch selber sagen, dass sie von Science Fiction inspiriert sind, finde ich wahnsinnig inspirierend und spannend. Und insofern, ich habe da großen Spaß dran. Und da hast du ja, Matthias, mir neulich erzählt, das fand ich ganz lustig bei Star Trek. Und ich gehe ja davon aus, dass die Science Fiction sich aus der Naturwissenschaft bedient. Vielleicht auch Wechselwirkung zurück, aber eigentlich eher so diese Richtung.
Und da hast du gesagt, das Beamen, also dematerialisieren und wieder materialisieren, wurde aus der Not geboren, weil die Studiotechnik, da so mit Landemaschinen, dann mit Flugmaschinen, das immer zu simulieren und so darzustellen, das war viel zu aufwendig. Dann haben die einfach das Beamen erfunden. Ne? Es war eine echte gute Idee, muss ich sagen. Das haben sie ganz oft auch verwendet. Fand ich echt lustig. Gibt noch eine Frage? Eine Frage für Frau Sibylle, ganz kurz. Natürlich viele weitere Fragen sind denkbar. Und zwar, gibt es eigentlich ein Buch zu diesen Theorien, die nicht so ganz korrekt waren? Das würde mich eigentlich mal interessieren. Sind die Theorien, haben die sich oft geändert? Ein Punkt. Und dann eine Frage für Professor Deiss. Wir sehen ja hier das wunderbare Bild mit der schönen Frau. Ist das schon immer ein Symbol, ein Corporate Image für den physikalischen Verein? Und ist der physikalische Verein wirklich eine Besonderheit innerhalb der Bundesrepublik? Das würde mich auch interessieren. Und welche Koryphäen sind daraus drei erwachsen? Fragen jetzt. Wollen wir eine wählen daraus? Ich hätte gerne alle beantworten. Alle? Wie war die erste nochmal? Ich kann das relativ kurz beantworten. Ich habe jetzt tatsächlich kein Buch direkt im Kopf, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber natürlich gibt es sehr, sehr viele gute wissenschaftshistorische Aufarbeitungen. Und gerade was die Kosmologie angeht, ist es schon sehr spannend zu sehen, wie sich das verändert hat und wie Menschen doch immer wieder falsch lagen. Das ist immer was ich gerne sage, dass mich mal sehr interessieren würde, wie man in 200 Jahren auf unsere Theorien zurückblickt, ob man das ähnlich amüsiert betrachten wird, wie wir jetzt vielleicht Theorien von vor einigen hundert Jahren sehen. Kann ich gerne mal nachgucken, aber da gibt es sehr, sehr viele Bücher. Ja, unser Logo, das wurde tatsächlich von Anfang an festgelegt. Und zwar stellt es die ägyptische Göttin Isis dar. Denn wenn man genau hinschaut, ist ein Adler auf ihrem Kopf. Das sind nicht die Haare, die man hinten sieht, sondern das ist der Feder, das sind die Federn, die Flügelfedern und vorne halt eben dieser Vogelkopf. Und die Isis ist ja die einerseits eine Erdgöttin, Fruchtbarkeitsgöttin, aber insbesondere die Göttin der Weisheit. Und als der Physikalische Verein gegründet wurde, 1824, war einfach so ein Ägyptenkult, ein Ägyptenhype, wenn man heute sagen würde. Und seitdem ist das unser Siegel vielleicht, ja, so kann man es nennen. Aus dem Physikalischen Verein sind berühmte Persönlichkeiten hervorgegangen, so möchte ich es vielleicht nicht formulieren, zumindest haben wir viele Ehrenmitglieder, oder andersrum muss man es eigentlich formulieren, viele Persönlichkeiten aus der Forschung geben uns die Ehre und sind Mitglied bei uns. Albert Einstein kennt man natürlich, aber man kann auch durchaus weiter zurückgehen, kann das Who is Who der Physik quasi aufblättern. Und draußen haben wir dann anschließend auch mal unser Buch, da kann man auch mal reinschauen, nämlich unsere Ehrenmitglieder aufgelistet. Alexander von Humboldt ist zu nennen, Lord Kelvin, Ampere, um ein paar von Ausländischen vielleicht auch zu nennen, Otto Hahn, Karl Schwarzschild, hier in Frankfurt geboren, der Begründer der modernen Astrophysik, der Erste, der die Einsteinsche Theorie, Einstein selbst glaubt ja, soweit ich weiß, gar nicht daran, dass man seine Theorie so schnell, seine Gleichung so schnell lösen können würde. Und Karl Schwarzschild hat es 1916 quasi von der Ostfront im Ersten Weltkrieg die erste Lösung schon hingeschrieben, nämlich das Schwarze Loch. Also, okay, ein paar Namen nenne ich gerne. Ja, also der Stefan Schölzel schreibt hier eine Frage, die ich nicht genau verstehe, du vielleicht. Wann würde Frau Anderl, wen würde Frau Anderl als den Carl Sagan der Gegenwart bezeichnen? Gibt es Ihrer Meinung nach einen aktuellen Pale Blue Dot? Pale Blue Dot, habe ich schnell nachgeguckt, ist das Bild der Erde, was aus der größten Entfernung gemacht wurde. Carl Sagan war natürlich hatte eine unglaubliche Strahlkraft als Wissenschaftskommunikator und als Mensch mit Visionen, mit spannenden Themen. Da können wir jetzt auch wieder zu den Aliens kommen. Mhm. Ja, na ja. Es gibt ja heute ja schon auch viele, würde ich sagen, die versuchen, Kosmologie und Astrophysik zu kommunizieren. Ob das jetzt mit genau dieser Strahlkraft passiert, kann ich schwer beurteilen. Also der war ja nun einfach schon sehr einflussreich. Aber es war, glaube ich, damals dann auch einfach eine andere Zeit. Also da ist ja einfach sehr, sehr viel entstanden. Es gab
andere Visionen? Ich meine, wir kommen jetzt wieder langsam dahin, dass man wieder ein bisschen größer denkt und dass man den Kosmos wieder sehr viel, ja, fast aggressiver angeht, also was so die Projekte angeht mit Marserkundung und so weiter. Aber da jetzt wirklich einen direkten Nachfolger zu benennen, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Danke. Der Harald Stief fragt, was Gravitation mit Entropie zu tun hat. Oh, das ist jetzt natürlich auch eine schöne kurze Frage. Ist die gut, oder? Ich glaube, da müsste ich jetzt ziemlich ausholen. Also Entropie, ich meine, da kommen wir dann in die Thermodynamik. Ich weiß, das sind auch Themen, die hättest du eigentlich gerne besprochen. Da kommt man dann zum Beispiel auch sehr schön zu der Frage, was ist Zeit? Wir hatten das ja schon als Raumzeit, als Bestandteil dieser vierdimensionalen Raumzeit. Wo man jetzt erstmal sagen würde, erklärt uns nicht so richtig, warum die Zeit für uns Menschen solche Besonderheiten aufweist, dass sich Vergangenheit und Zukunft unterscheiden, dass wir einen Gegenwartsmoment haben, dass die Zeit fließt und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man nicht so richtig mit Einstein zusammenbringen kann. Und da kommt man dann zur Entropie, zur Thermodynamik, wo man sagt, es gibt Prozesse, also zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Flasche auskippen würde, die gehen nur in eine Richtung und nicht in die andere. Also wenn hier eine Pfütze wäre, dann wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich die wieder in die Flasche füllen würde. Das heißt, man hat dann da eine Gerichtetheit und von da kann man dann die Zeitrichtung ableiten. Also das heißt, da ist dann die Entropie etwas, was schon eine sehr fundamentale Rolle spielt. Das dann mit der Gravitation zusammenzubringen, da gibt es dann, das war was, was Stephen Hawking zum Beispiel gemacht hat, bei schwarzen Löchern und so weiter. Also das ist dann die Frage, in welche Richtung man diese Antwort, diese Frage verstehen möchte. Aber auch das etwas, wo man potenziell viele Stunden erzählen könnte, ja, und immer wieder spannende Themen streifen würde. Das ist faszinierend, wie dankbar dieses Thema doch ist. Ja? Das Universum ist groß. So groß, ja. Groß und vielfältig. Der Felix Guder bringt den Begriff Kreativität ins Spiel, im Sinne eines künstlerischen Entwurfs. Weiß ich jetzt nicht, aber generell, das wäre ja sozusagen eine alternative Herangehensweise eines AstrophysikerInnen, ja, voranzukommen. Mhm. Ja, also auch die Intuition spielen zu lassen oder sich in einen Flow zu begeben. Wie ist das eigentlich? Wie arbeitet eine Astrophysikerin? Mhm. Ja, so rein vom Astrophysiker-Narrativ würde ich jetzt natürlich gerne sagen, es ist eigentlich pure Kreativität. Das stimmt leider nicht. Es ist schon auch sehr, sehr viel einfach abarbeiten und methodische Schritte anzuwenden, die man einfach vorher gelernt hat, wie das ja in allen Wissenschaften ist. Also da ist auch viel Fleißarbeit dabei, sehr viel geduldiges Arbeiten. Aber natürlich spielt die Kreativität auch eine große Rolle. Und du hattest vorhin nach den treibenden Faktoren gefragt. Technologie ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Kreativität ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Denn letztendlich geht es ja dann darum, also schon allein, wenn man Daten hat, die nochmal in einer anderen Art und Weise auszuwerten, vielleicht neue Dinge darin zu finden, in neue Richtungen zu denken. Und dass das funktioniert, das sieht man schon allein an der Tatsache, dass man noch heute oft Veröffentlichungen hat, also neue Studien, die auf Daten basieren, die schon viele Jahrzehnte alt sind. Also es gibt immer noch Paper zum Beispiel, die mit Daten operieren, die noch von den Apollo-Missionen zum Beispiel stammen. Mhm. Und da sieht man, dass die menschliche Kreativität da schon eine wichtige Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, wenn man das beruflich macht, dass man immer wieder dahin kommen muss, aus diesem Trott rauszukommen und neue Perspektiven einzunehmen. Mhm. Und da hätte man jetzt wieder noch einen neuen Abzweig zu einem anderen Großthema. Die Frage, ob das in unserem Wissenschaftssystem immer optimal gefördert wird. Denn für Kreativität braucht man Freiräume. Man muss auch bereit sein, das Unerwartete zu sehen. Und das beißt sich natürlich ein Stück weit erstens mit einem sehr großen Druck zu publizieren und mit einem großen Druck, alles zu dokumentieren und vorherzusagen, zu beantragen und so weiter. Das ist ja was originär Menschliches mit einem starken Intellekt und die ganze Fähigkeit des Gehirns zuzulassen, ein Schwarzschild an der Front, sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt und Output erzeugt an der Front. Das ist schon, also das sind dann auch schon ganz besondere Menschen eigentlich, ne, die da vorankommen. Mhm. Der Harald Stief hat noch eine zweite Frage.
die so ein bisschen, naja, also schon mal im Voraus, wenn sich genug dunkle Materie an einem Ort sammelt und verdichtet, könnte es dann sein, dass sie dort zu baryonischer Materie wird. Also die baryonische Materie ist ja sozusagen die Materie, die wir so kennen. Mhm, ja? Genau. Das ist natürlich eine interessante Frage, weil man muss ja das dann immer in der Astrophysik in irgendwas übersetzen, was man beobachten könnte. Also wäre jetzt die Frage, an welchen Orten ballt sich die dunkle Materie, sodass wir da dann vielleicht eine besondere Ballung von Baryonen aussehen würden oder dass irgendwelche Baryonen entstehen würden. Da würde man sagen, die Umwandlung von dunkler Materie in Baryonen, die müsste man in irgendeiner Art und Weise beobachten können. Also da müsste man ein Signal sehen können. Und insofern scheint das erstmal unwahrscheinlich zu sein. Wäre toll, wenn es so wäre, dann wäre das eine Möglichkeit, dunkle Materie zu beobachten. Das ist jetzt sozusagen die Beobachterantwort. Die Theoretikerantwort, die wäre dann, dass man sich überlegen müsste, welche Kandidaten für dunkle Materie könnte man sich theoretisch vorstellen und welche Wege würde es im Rahmen dieser Theorie geben, aus dieser dunklen Materie Baryonen herzustellen. Aber dass es mit der Umwandlung nicht so einfach funktioniert, das sieht man ja wahrscheinlich schon in den Beschleunigern, wo man ja genau das versucht, also aus Baryonen dunkle Materie zu machen, vereinfacht gesagt. Ach so, genau, mit vorhandenen Teilchen. Also, dass man Energie erzeugt, stimmt, insofern, und dass da dann dunkle Materie dabei rauskommt. Also, wäre schön, wenn es so wäre, aber wahrscheinlich ist es eher nicht so. Ja, endlich. Etwa 13 Milliarden Jahre existiert das Universum, also eine verzögerte 13 Milliarden Jahre lange Explosion darstellt. Und das hat den melancholischen Effekt, dass je weiter wir in das Universum schauen, desto weiter zurück in die Vergangenheit ist es ja auch. Wenn wir also eine Botschaft von Außerirdischen bekommen, erhalten würden oder wahrnehmen würden, hieße das aber auch, dass diese Spezies wahrscheinlich schon lange ausgestorben ist, oder? Wahrscheinlich schon. Also wenn es wirklich von sehr weit weg herkäme. Ja, ich meine, das ist Fluch und Glück der Astrophysik zugleich, dass wir in die Vergangenheit schauen. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir sehr viel größere Probleme, die Entwicklung des Universums zu rekonstruieren. Insofern ist es schon sehr praktisch, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Aber es stimmt natürlich. Also wenn man kommunizieren will, dann hat man einfach immer diese Verzögerung. Man hat die ja auch schon hier im Sonnensystem, was ja irgendwie sehr ungünstig ist. Wir haben das im vorvergangenen Jahr gesehen, als der Perseverance Rover, oder was letztes Jahr? Ich bin irgendwie mit der Pandemie, ist auch meine Zeitwahrnehmung ein bisschen gestört worden, aber jedenfalls hat man da schon gesehen, schon wenn man auf dem Mars was landen will, dann kann man das eben nicht interaktiv machen, sondern das muss autonom passieren, weil es dahin eben schon 20 Minuten dauert, bis man da ein Signal hat. Wenn wir jetzt bei uns in der Milchstraße nach fremdem Leben suchen, hatten wir ja auch eingangs gehört, nächster Stern 4,2 Lichtjahre, das wäre vielleicht dann noch okay, wenn es da Leben geben würde, wenn man noch in Jahren operieren würde, aber es wären dann schnell viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende und dann ist es mit einer interaktiven Kommunikation halt relativ schwierig. Und insofern muss man dann schon sagen, wenn es da Aliens gibt, haben wir da einige praktische Probleme zu lösen. Aber es wäre natürlich, also eigentlich die spannendere Frage, finde ich, ist, ob sich bei uns im Sonnensystem andere Lebensformen entwickelt haben. Und wenn man das finden würde, und da sucht man jetzt ja gerade sehr gezielt danach, dann hätte man schon mal irgendwie einen Anhaltspunkt, ein bisschen besser mit den Wahrscheinlichkeiten zu operieren, ob die Entstehung von Leben überhaupt wahrscheinlich ist oder ob das einfach eine ganz unwahrscheinliche Geschichte hier auf der Erde ist. Und da guckt man ja gerade auf dem Mars, das wird man in den 30er Jahren wahrscheinlich dann wirklich klären können, wenn die Marsproben auf die Erde zurückgebracht wurden, sodass man hier das ganz solide im Labor untersuchen kann und gucken kann, ob es da irgendwelche Mikroben gegeben haben könnte. Denn auf dem Mars gab es ja früher sehr viel Wasser, es war im Prinzip eine lebensfreundliche Umgebung. Würde man sagen, wenn die Entstehung von Leben eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, hätte es auf dem Mars eigentlich gut stattfinden können. So, das ist der eine heiße Kandidat. Das andere sind dann die Eismonde am Rand des Sonnensystems von Jupiter und Saturn. Würde man vielleicht erstmal nicht vermuten, aber
die haben unter ihrer Eisschicht mit hoher Wahrscheinlichkeit einen flüssigen Ozean, salzhaltig. Das heißt, man hat Wasser, man hat Mineralstoffe, man hat Oberflächen, man hat eine gewisse Energie durch die Gravitationswechselwirkung mit ihren Planeten. Da hätte auch Leben entstanden sein können. Und wenn man da, also da würden einem Mikroben schon reichen, um sagen zu können, wenn da Mikroben entstanden sind, dann wird es wahrscheinlich im Universum sonst irgendwo auch Leben geben. Und dann hat man auch gute Gründe zu sagen, da muss auch irgendwo was Intelligentes mit dabei gewesen sein. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, warum haben wir von den Aliens noch nichts gehört, obwohl wir schon viel gesucht haben? Mhm. Kann man jetzt auch froh drüber sein oder auch vielleicht nicht? Sind wir ganz gut versteckt da in der Ecke von unserer Milchstraße. So, eigentlich würde, ja. Also rein statistisch, die gute alte Statistik hilft uns vielleicht auch, dass sie sagt, es muss irgendwo noch Leben geben. Ja, die so Statistik, viele, die trägt halt da nicht so richtig weit, weil wir eben nicht wissen, wie wahrscheinlich die Entstehung von Leben ist. Was man sagen kann, ist, wenn man jetzt so eine Einkaufsliste macht, was braucht man für die Entstehung von Leben? Da sind alle Zutaten im Universum reichlich vorhanden. Wir haben eine komplexe Chemie, kohlenstoffbasiert. Geht man einfach mal davon aus, kohlenstoffbasiert ist das, was wahrscheinlich am besten funktioniert. Wir haben flüssiges Wasser an vielen Stellen. Wir haben genügend Energie. Wir haben jede Menge Exoplaneten, auch erdähnliche. Alles, was man braucht für die Entstehung von Leben, ist eigentlich überall reichlich vorhanden. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die Zutaten tatsächlich auch Leben hervorbringen. Und wenn das dann hochentwickelte Spezies sind, sind sie vielleicht nicht freundlich gesinnt und führen Übles im Schilde. Das ist natürlich dann immer die Befürchtung. Aber es ist eine sehr spannende Frage, wie fremdes Leben überhaupt aussehen könnte. Und das ist auch deshalb eine spannende Frage, weil wir als Menschen natürlich immer dazu neigen, uns Fremdes dann doch recht menschenähnlich vorzustellen. Aber das ist ja alles überhaupt gar nicht selbstverständlich. Mhm. Und da merkt man, wie schwer uns das fällt. Und da ist wieder Science Fiction natürlich interessant, diese ganzen Voraussetzungen, die wir als Menschen mitbringen, nicht zu verallgemeinern. Und das fängt dann schon bei so Sachen an wie Raumzeitwahrnehmung. Arrival zum Beispiel als Film, wo man sich vorstellen kann, es könnte natürlich irgendwelche Lebewesen geben, die Zeit völlig anders wahrnehmen. Wie würde man mit solchen Lebewesen kommunizieren können? Wie würde man mit denen überhaupt in Kontakt treten können? Mhm. Und wie schwierig das sein kann, das merkt man ja schon, wenn man sich hier auf der Erde umguckt. Tintenfische oder Wale und so weiter, die scheinen ja auch irgendwas von sich zu geben. Oder Russen. Tja, da gibt es ja vielleicht dann doch Leute, die kommunizieren können. Aber also jedenfalls, da merkt man schon, dass Kommunikation wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn man gar nicht weiß, was eine gemeinsame Grundlage sein könnte, von wo aus man startet. Und das ist dann auch wieder ein Punkt. Und ja, ich rede zu viel, aber es sind einfach so viele spannende Fragen. Von da kommt man halt sofort wieder in die Philosophie. Denn das ist letztendlich eine philosophische Frage. Was ist Sprache? Was ist Logik? Was ist Mathematik? Ist das was, was es in der Welt gibt? Oder ist es was, was wir Menschen in der Welt sehen? Und das klingt erstmal wie eine sehr akademische Frage. Aber wenn es darum geht, mit Aliens zu sprechen, wird es dann plötzlich eine Frage mit einer großen praktischen Relevanz. Mhm. Ja, Star Trek hat ja den Universalübersetzer. Ganz praktisch. Ne? Genau. Wir sind jetzt, haben schon etwas überzogen und kommen jetzt zum Ende unserer Veranstaltung. Noch eine Frage? Das ist alles schon komplex genug. Aber was ist denn mit der Theorie mit den Parallelwelten? Wie sehen Sie das? Weil das heißt ja auch, dass es dann auch in den Parallelwelten auch sozusagen multiple Existenzen von uns oder von Wesen gibt. Das heißt also, wir sitzen jetzt irgendwo anders, machen jetzt was völlig anderes. Das finde ich auch eine ziemliche, ja, so rein philosophisch eine ganz interessante Überlegung. Ist das irgendwie auch wissenschaftlich fundiert oder ist es nur so halbwissenschaftlich mit diesen Parallelexistenzen in den Parallelwelten? Ja, also man kommt auf verschiedene Weise zu diesen Parallelwelten. Auf der einen Seite, also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ist es eine Deutung der Quantentheorie. Da gibt es ja auch einfach sehr, sehr viel, was man noch nicht versteht. Wir hatten das vorhin kurz angedeutet, Quantentheorie hat ja viel mit Überlagerungen zu tun, dass verschiedene Zustände gleichzeitig angenommen werden. Wenn man dann aber misst, wenn man hinguckt, dann hat man nur einen konkreten Zustand. Schrödingers Katze ist gleichzeitig am Anfang tot und lebendig, dann macht man die Box auf und dann ist sie tot oder lebendig. So, und das ist was man noch nicht versteht. Wie kommt es dazu, dass man wirklich immer nur eine spezielle Situation beobachtet, obwohl man vorher eine Überlagerung hat? Und da kann man sagen, das liegt daran, weil sich in jedem Moment einer Messung das Universum aufspaltet in ganz verschiedene Äste. Finde ich persönlich nicht besonders befriedigend, nicht besonders erklärend, aber das wäre eine Art, zu diesen Paralleluniversen zu kommen, wo man jetzt sagen würde,
in jedem Moment gibt es jetzt vielleicht auch einen Hörsaal, wo die Hälfte schon rausgerannt ist, weil sie das alles so schrecklich langweilig findet, und es gibt einen Hörsaal mit roten Sitzen und so weiter. Dann gibt es die Paralleluniversen der Kosmologie, zum Beispiel in der Stringtheorie, wo man sich sagt, es gibt einfach unendlich viele verschiedene Universen, die alle verschieden aussehen, und dann kommt man so durch eine statistische Zählweise, wenn man mit Unendlichkeiten operiert, wir haben schon gemerkt, das ist eine ganz riskante Geschichte, aber dann kommt man dahin, dass es alle Arten von Universen irgendwo geben muss, mit allen verschiedenen Varianten von allem. Und das ist eine Theorie, eine Spekulation. Wie vorhin schon gesagt, da ist es dann letztendlich eine Frage, wie man so weltanschaulich eingestellt ist, ob man sich sagt, ich habe Probleme, mir solche Unendlichkeiten vorzustellen und solche kombinatorischen Spielereien. Aber ich finde es faszinierend und irgendwie überzeugt es mich, dass es sowas geben muss. Oder dass ich mir sage, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Aber es sind auf jeden Fall Spekulationen, die gibt es. Es gibt auch einige Wissenschaftler, die dem anhängen. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was gesicherte Mainstream-Wissenschaft ist. Auf jeden Fall finde ich es faszinierend, dass Menschen in der Lage sind, so etwas vollkommen anderes wie das Universum zu analysieren und zu erfassen. Und kürzlich habe ich von einem Studienprojekt gelesen, das untersuchte, dass den Menschen das komplexeste Objekt, was den Menschen bekannt ist, nämlich das Gehirn. Also vielleicht müssen wir in uns selbst suchen, weil das Gehirn hat, wenn man das vergleicht mit den Strukturen des Universums, ist es ein bisschen ähnlich. Es hat zum Beispiel, was die Anzahl, also die Proportion der Wassermenge, ist ungefähr die Proportion des leeren Raumes, etc. Ne? Also ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Ich fand nur dieses Bild ganz spannend und geeignet jetzt für den Abschluss von unserer Runde, dass vielleicht die Antwort in uns selbst liegt. Vielen Dank. Auch vielen Dank an die Online-Gäste. Die Veranstaltung geht jetzt zu Ende. Einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke.